Ja, auch ein schönes mit Ja zu beginnen. Das Tagebuch. Ich fühle mich heute richtig krank. Ich war 12. Mai Tagebuch. Es geht. Ich war in der Schule, da passierte nicht sehr viel. Aber ich war die ganze Zeit müde, also ich habe auch sehr, sehr schlecht geschlafen, um in die Schule zu kommen und dann, ja, ziemlich schlecht. War es in der Schule ziemlich schlecht und ich habe da auch sehr wenige mitbekommen in der Schule und ich habe dann die Philosophieprüfung zurückbekommen. Das war eine 3,5, auch nicht sehr gut, aber denke ich, habe ja gute Noten von dem her. Und meine Mutter ist auch krank. Hat Halsschmerzen. Ich weiß nicht, ob man das meine Stimme merkt. Wahrscheinlich nicht so. Ich habe auch nicht so Halsschmerzen, sondern einfach so einen Kopfdruck im Moment. Ja, und das ist auch alles gewesen. Am Abend habe ich dann auch nichts mehr gemacht. Bin auch früh um 23:45 Uhr immer schlafen gegangen, habe dann aber nicht mal mehr Hörbuch gehört, sondern bin einfach schlafen gegangen, weil ich so müde war. Das war mein Tagebuch vom 11. Mai.